Mit Hilfe seiner Maske verwandelt sich Comedian Gernot Haas in den deutschen Regisseur Lars Treutmann. In Wien sucht dieser eine Besetzung für einen neuen Film. Schön, dass Sie hier sind. Ich bin Lars Treutmann, ich bin der Regisseur von dem Film, den wir machen wollen. Hallo, mein Name ist Bogdan, aber meine Freunde nennen mich auch Theo Osmanovic. Und ich bin hier beim Burger King im Drive-Thru, heute meinen ersten Arbeitstag. Und habe schon die Pole Position hier bezogen und freue mich auf meine Kunden. Ich habe in den letzten 14 Jahren 12 große Filme gemacht, die Sie vermutlich kennen, wie Bluff Outburst oder Wasser Down the River. Herzlich willkommen bei Burger King. Bitte tätigen Sie Ihre Bestellung mit Ja oder Nein. Wollen Sie einen Big King bestellen? Nein. Wollen Sie einen extra Long Chili Cheese bestellen? Nein. Siedler von Katan, die Erstverfilmung. Das ja, das habe ich gesehen. Das haben Sie gesehen? Genau. Sehen Sie, wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen. Trivial Pursuit, ja, das waren so die großen Erfolge. Okay. Gernot Haas streut als falscher Society-Reporter Tommy Baumschweiger das falsche Gerücht, Dagmar Koller muss aus ihrer Wohnung in der Naglergasse und zieht in eine Siedlung im dritten Bezirk. Sie wissen sicher, warum ich da bin? Nein, weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Zieht eine prominente Person bei Ihnen ein. Sie ahnen auch nicht, um wen es sich handelt. Keine Ahnung. Wollen Sie noch einen Burger bestellen? Nein. Wollen Sie etwas Vegetarisches bestellen? Nein. Wollen Sie ein Junior Meat bestellen? Nein. Wollen Sie ein Dessert bestellen? Ja. Es kann nur die Cola sein, was eben ja, für Wien ist sie eine Ikone, stimmt. Schauen Sie mal, was ich da für ein Foto habe. Ja, na, das ist sie. Das ist die Frau Koller. Genau. Sie haben das super gemacht, man hat nicht gemerkt, dass wir das vorher gesprochen haben. Jetzt müssen Sie die Liste ganz einfach mit irgendeiner Melodie singen. Okay, ich werde es versuchen. Dreimal Mozzarella, einmal Ketchup. Ja, was gibt es Schöneres? Ich sag nur zum Burger King. Steakhouse-Menü. Steakhouse Burger, Pommes Large und ein großes Cola. Wunderbar. Puh, was sammelt die? Was könnte die sammeln? Haben Sie das noch nie gelesen? Nein, das habe ich nicht gelesen, was Sie... Stofftierratten. Na, oh, ja. Na, das wäre nicht meins. Na, ist ein Ratten überhaupt. Puh. Aber können wir das so machen, liebe Ernestine, dass das jetzt nicht für, das klingt für die Verkäufer. Ich sag na, das noch, ich sag noch mal Stofftierratte und ja. Nein, aber Sie sagen, mei, ist das lieb oder sowas, ja? Liebe Ernestine, ja. Wissen Sie, was die Dagmar Koller sammelt? Ja, Stofftierratten. Haben Sie das wohl gelesen? Ja, das habe ich gelesen. Ja, und was sagen Sie dazu? Ja, das sind ganz herzig. Ich würde sogar mit dir auf deinem Planeten extra tun, ein Bischofzeck umreißen. Was das? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, nicht. Ich würde sogar mit dir auf deinem Planeten extra Rantulemischokkäse umreißen. Extra Rantulemischokkäse umreißen. Einmal Chili Cheese Nuggets, ein Peking Menü. Mit Pommes XXL und ein King Sprite. Wollen Sie einen Sundae bestellen? Nein. Wollen Sie eine Eiswaffe bestellen? Nein. Wollen Sie einen Hot Brownie bestellen? Nein. Ja, liebe Frau Gall, sind Sie die berühmte Staatsopernsängerin? Und ich muss sagen, ich bin ein großer Liebhaber. Diese Frau neben mir hat schon zum Beispiel mit Luciano Pavarotti gesungen. Ah, ja, ja, ja. Ja. Ist er hier gesessen, auch einmal der Luciano? Nein. Nein, er hat sich nicht sehr gerne bewegt. Ist er hier gelegen? Nein. Ich mache sehr gerne Übungen von Robert De Niro oder von Meryl Streep. Mhm. Eine Übung heißt Hot Noodle. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen aus der Schule. Bitte wie? Hot Noodle, heiße Nudel. Das ist, wo man quasi in eine Nudel reingeht und den Prozess der Nudel vom Regal bis zum gekocht werden durch den Körper durchlässt. Ich würde Sie bitten, machen Sie mal Augen zu, ja? Und stehen Sie auf. So, finden Sie mal die harte Nudel in sich. Die harte Nudel. Und wenn Sie die harte Nudel in sich gefunden haben und spüren, sagen Sie ja. Hm, ja. Wo spüren Sie die? Ja, sehr gut.